Wer macht Ankündigung hier? Das darfst du machen, ich bin krank. Okay, armes Kind. So, wir sind wieder bei Rainbow Six Siege und zu begrüßen wieder der kranke Bulldog. Hallöchen. Und Gecko. So, was nehme ich denn heute mal wieder? Toll, jetzt hat mir irgendwie den Jäger geklaut. Alter, hatten wir ewig nicht mehr, ne? Konsulat. Oh, Konsulat. Oh, Moment. Gleich hat er wieder so. Ach, geht ja nicht auf. Okay. Gleich hat er wieder so ein kleines Kind, was ihn gleich anmeckert, Alter. Wen? Also, das ist ja. Das stimmt gestern, ey. Das war geil, die Zeit. Das war echt. Das war echt kleiner, keine Ahnung, 8-, 9-Jähriger, Alter. Ja. Spielt er irgend so ein Rap ab, Alter, und sagt auf einmal zu Wobra: Dich fick ich noch. Ja. 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 So fett. Auseinandernehmen. Ja. Den Raum sicher. Oh, muss der kleine Junge noch weinen. Aber ich hab gesagt, hab mal Ruhe, hat er nicht mehr gesagt. Ey! Ich lade nach! Wolltest du mich jetzt schon umhauen? War keine Absicht. Ja, ja. Ja, Junge, die Drohne fährt die ganze Zeit von deinen Füßen rum und du machst nix. Doch, ich wollte ja gerade, ich war gerade am Suchen. Ja, toll. Wie viel AP hast du noch? 75. Alter, ich krieg nicht eine Drohne, so. Ja, siehst du, das war nicht so erschossen, die Drohne. Ganzes Magazin, da wäre geballert. Boah, traurig. Und damit gibt's nur Anstieg. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Also, geh mal weg da! Der Stacheldraht ist bereit. Lege die Willkommensmatte aus. Ach, hier sind ja alle Wände zu. Willkommensmatte eingesetzt. Sauber, so, die hier oben war ich. Zugangssperre scharf gemacht. Die wird da hinten runter sein. Treppe. Da ist Teacher, pass auf. Ja, super. Er ist hier. Hinten in dem Raum, wo du mal mit Tatschanka am Fenster stehst. Ja. Da ist ganz sicher. Auch. Ganz sicher, Junge. Ja, das will ich mir genauso. Oh, jetzt knall ich den Gegensatz ab hier. Das ist nicht so schlimm. Boost hat auf jeden Fall nicht mehr viel. Ja, Ash hat auch nicht mehr viel. Ash ist tot. Ich höre einen über mir, auf jeden Fall. Ja, bleib da, bleib da. Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Und zwei im Raum da. Bleib den Gegner gerade von der Sicherung des Behälters abhalten. Okay, du musst. Sehr schön. Der Gegner versucht, den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Wo ist der? Nummer 1. Letzter ist oben. Auf gleich, sehr sauber. Schön. Drei Mann weggeholt. Ja, ja, das passt jetzt aber auch für den Rest der Aufnahme. Ja, natürlich. Hätte aber nicht viel gefehlt, hätte er ja nicht gehabt, ey. Ja, ja, ich weiß. Waren knapp. Das ist kein knapp, das ist Können einfach, ne? Ist doch zu. Das ist Skill. So ist es. Geil! Wer ruft denn um diese Uhrzeit noch an? Ich nicht. Ach ja. Die sind bestimmt jetzt auch im Gala. Was? Die sind jetzt schon auch im Gala. Also ich wäre auch lieber ans Archiv gehen als Garage, aber so haben wir die Garage jetzt hinter uns. Genau.
Garage. Klar, Stoff. Ja, du hattest recht. Ja, ich hab fast immer recht. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Trotzdem wird er jetzt keinen Gegner mehr treffen. Tatschanka, die haben Tatschanka, Alter. Ernsthaft? Ich hasse Tatschanka, aber wir haben den Ego. Die haben so. Noch 20 Sekunden. Allzu viel gescannt. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Scheiße, wir sind ja zwei Schilder. Ich bin wieder am Arsch der Welt. Ich habe mich heute vergessen umzusetzen. Ach, Wobra. Nee. Du bist auch cool. Ja, ne? Ich bin geil. Das bringt doch hier gar nichts. Ja, ich wollte es aber trotzdem mal machen. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, soweit neutralisiert ist. Sicherung des Behälters einstellen. Sprengladung aktiv. Am Nachladen. Fuck. Ja klar, Alter, das gibt's doch nicht. So. Das sah ein bisschen sehr komisch aus, Alter. Ich lade ein neues Magazin. Also Wuppa, linke Seite ist mute. Ja, hier irgendwo habe ich gerade eben schon gesehen gehabt. Auf der Treppe? Weiß ich nicht. Ich glaube, so weit oben war er nicht. Der war im Gang bei mir, also noch im Raum drin. Feindliche Aktivitäten. Ach, sitzt da Mira hinter dem Ding drin. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Toll, wäre ich nicht gerannt, hätte ich die erwischt. Ruhe mal. Entschuldigung. Eigener Druck getötet. Wusste, dass der da irgendwo ist. Ist nicht falsch gelehnt. Ich wollte erst durch die Holztür ballern, hätte ich's getan, ey. Tja. Hätte wenn und aber, ne? Archiv. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schon in den Raum sichern. Ja. Gut. Trotzdem wohl noch eine Wand oben. So eine Luke. Die Drohne der Gegner hat. Der Gecko kennt das. Switch-Drohne. Absatz. Es bleiben 10 Sekunden. Greife etwas Rüstung. Tür verbarrikadiert. 5 Sekunden noch. Nicht in den Explosionsradius kommen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Lege Willkommensmatte aus.
Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Setze Willkommensmatte ein. Smoke is down. Sledge. Schön. Mein Mausrad funktioniert nicht mehr. Wird irgendwo geschraubt. Irgendwo ist eine Decke aufgegangen, glaube ich. Da. Achso. Ich setze den Sensor ein. Hier ist irgendwo eine Drohne, ey. Bitch ist auch down. Ich bin auch down. Also, Fuse haben sie noch. Platziere C4. Ich denke, wenn die hier oben drüber wären bei mir. Keine Munition! Gerne. Schlagsensor eingesetzt. Irgendwo einer runtergesprungen? Feindsuche läuft. Die Banner ist im kleinen Raum drin. So, in dem Lager da vorne, vor euer Markiereimer. Kannst du markieren? Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ich weiß gar nicht, wozu es überhaupt diesen gelben Ring gibt, ey, ehrlich. 15 Sekunden noch. Ja, geht eh kein Arsch drauf. Hier sind ja auch die Roten direkt vor der Nase. Wir sind in beiden im kleinen Raum drin, Sekunden. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Was soll denn? Ein Gegner verbleibt. Ah, direkt hier. Sehr schön. Ah, sauber. Zeit abgelaufen. Der Behälter wurde nicht gesichert. Mission der Gegner gescheitert. Juhu! Also bis jetzt gut. Was wir machen. Bis auf das eine, ne? Hatten die oben eigentlich, unten eigentlich gewonnen? Ja. Garage haben sie gewonnen. Na gut, dann sind sie da schon mal nicht mehr. Ist doch schon mal gut. Aua. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Krawalder geht da ganz rum. Na, ah, die alle Kuh. Einsatz in 10 Sekunden. Also Krawalder ist ganz rum. Ah, die Kuh vielleicht sogar aus dem Fenster schon regt. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Nö, nee, oder nicht.
Kavara down. Sehr schön. Wechsel Magazine. Ihr wollt das gleich machen, was ich gemacht habe. Jäger down. Sehr gut. Ach, Gecko, du bist das. Scheiß Kamera, weil ich jetzt hatte, suchen mal wieder. Ich bin kaputt. Oh, sehr schön. Ah, hast du jemanden erwischt. Der Bulldog, geil. Durch die Dinger. Wie hab ich das Geld gemacht, Alter? Mit dem Boden kaputt machen da. Die Dinger da. Wie heißt das Ding nochmal? Ich hab wieder vergessen, wie das heißt, der Scheißteil. Streusprengsatz aktiv. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Drohne aktiviert. Hier im kleinen Raum ist einer. Den Behälter sichern. Okay. Ein eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Da hat er auf mich gewartet, der Schlawiner. Sturm mit Sprengmaterial, den ich erledigt habe. Ja, zu den ich erledigt hatte, hat er 3 Kills geholt. Wer? Gut. Gut. Ah, wie nehme ich denn mal? Na, nehmen wir mal Onkel Doktor. Den Doc? Doggy Doc. Ja. Den man schon aus 10 Kilometern Entfernung hört. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahr überwinden. Oh, nee, wer hat sich denn dafür entschieden? Kamera rein. Ja, ist ja mal mies. Neue Kameraübertragung läuft. Was ist das da? Bleiben noch 10 Sekunden. Ich hab 2 Drohnen. Eine ist doch hier irgendwo gewesen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ach Moment, ich hab was vergessen. Hinterhalt gelegt! Sicherheitsabstand halten! Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Oh, der ist da unten. Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. Aufpassen hier an den Fenstern. Ich baller die ganze Zeit wie doof aus dem Fenster. Also ich hab den nicht einmal getroffen, so wie es aussieht. Guck mal, das geht ja gar nicht hin. Ey, kann echt nicht wahr sein. Das Fenster geballert wie blöd. Da kommt einer zur Tür, Haupttür. Und direkt daneben auch noch einer. Ist das Haupttür, ne? Ja. Ach, oben Haupttür. Sledge macht auf. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ist drin.
Fleisch kommt auch. Sie haben die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ah, fuck. Sofort eingreifen. Ach, ja. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Na, grunz nicht so rum, jo. Tu mal nicht so, als wenn du krank wärst. Bin schon im anderen Stadium. Also, dann. In so einer Zwischenwelt gefangen. So, 3-2, ne? Also könnten wir mal wieder. Oh, Fobra, was ist los bei dir heute? Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt aber letzte Runde keinen Kill geholt. Das war ein bisschen blöd. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass wir ja aufnehmen. Vielleicht war ich deswegen so gut. Sind so, wieder im Archivraum. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Und schon wieder Cavera. Wahrscheinlich oben. Na, scheiße. Das sieht mich nicht. 10 Sekunden bis Einsatz. Oh, Gecko switcht. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Aber da gerade ist, glaube ich, irgendwer. Ja, auch. Ist klar, nicht tot. Ey, weiß nicht, ob ich drauf gebolzt habe. Die blöde Kuh. Ja, Garage ist sauber. Ihrer rennt hier unten rum. Verletzungsassist. Ihrer down. Ah, gut, die war nämlich hier. Holt es hier unten in dem kleinen Raum. Hallo? Julian, pass auf, der ist hier in dem Raum rechts. Puls. Und hier in dem Zwischenraum oder was? Ja, und hier in dem kleinen Raum ist. Raus aus dem Sprengbereich! Ah, keine Munition mehr. Puls ist da in dem Raum drinne und bendet. Aber in dem Raum rechts, oder? Bandit hat aber nicht mehr viel. Den habe ich ein paar Mal getroffen eben. Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand. Putz ist in dem Raum. Ne, der Putz ist tot. Wo die lange Wand ist. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Sicherung des Raumes einstellen. Sprengladung in Position. Da ist er. Ich gehe weiter nach links. Letzter verbleibender Gegner. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Das ist überraschend. The middle end left. Da liegt einer. Links. Es bleiben noch 15 Sekunden. Oh, das stirbt aber auch nicht, Alter. Der stirbt einfach nicht, ne? Nee. Bulldog hast mich überholt. Ach, hab ich den doch noch erwischt oder was? Ja, du hast ja noch irgendjemand anders. Bulldog auf jeden Fall. Ah, ich dachte, ich hätte ihn verletzt. Nee. Muss ich heute Gas geben hier. Ich renne jetzt einfach rein. Raus. Hm.
Garage dürfen wir, stimmt. Ach. Verlängerung. Ihr wollt ernsthaft in die Garage? Nee, das war noch Single. Ja, es ist spät. Egal. Wenn ihr so lange braucht, um das zu sagen, Leo. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Jetzt können sie kommen. Das Gerät ist in Position. Setze Willkommensmatte ein. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Verbarrikadiere die Tür! Fahrgutbehälter um jeden Preis. DB-28 aufgebaut und bereit. Setze Willkommensmatte ein. Ja, die machen die Wand auf mit Mira. Just down. Sehr schön. Ja, ist klar. Er kommt um die Ecke und ich hab einen Headshot. Wo ist er? Ganz sicher. Er weiß genau, wo ich bin, Alter. Ja. Er versucht nicht mehr den Behälter. Hinter mir. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Packt wir direkt, direkt melden, Alter. Ohne Scheiß. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Naja. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter. Schön. Niemals, Alter. Niemals. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Das war doch mal ein Isaac, den er hatte. Ach ja. So, jetzt habe ich's. Gut. Bin aber gespannt, ob wir es so hinkriegen, alles jetzt hier. Müssen wir. Zwei Siege noch. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Haben wir 3-0 geführt, kann das sein? Oder 3-1. Nee, Quatsch, 3-1 haben wir gemacht. Trotzdem traurig genug. Sehr schön. Ja. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ja, wir müssen nur den VAD erwischen. Er macht die Luken erstmal zu. Ich denke mal, die wird wieder ganz oben rein. Ja, Kavallera ist noch oben. Mira haben sie. Haben wir sowas wie, Termite, immer gut. Das war... 5 Sekunden. Wir sind Less. Du bist Less, okay. Das ist gut. Let's see. Ja. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Pass auf, ja. Sprengladung
Ey, ich hab den so oft jetzt getroffen, der lag schon verletzt am Boden. Ich konnte ihn trotzdem nicht abschießen. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Lord 2 on your right side. Okay, one. Sicherung des Behälters einstellen. Wo denn jetzt halt? Ja klar, mit der Piste, Junge. Neutralisieren. Direkt vorm Tor steht der Penner, Alter, und kann mir ein verbleibender Gegner. Nur noch Wook, der ist drin. Yes. So, ich hab's realisiert. Eigener Trupp erfolgreich. Sollte er mit gleich spielen. Ja, aber abgelegt war von mir, ey. Ja, aber wir sind gut reingestürmt, ey. Damit kamen sie überhaupt nicht klar. Nee. War noch von drei Seiten, glaube ich, sogar noch sogar, ne? Also der, ihr zwei kam, glaube ich, von hinten, ne? Komm, gehen wir nochmal ins Archiv. Okay. Ich mach oben zu und ich mach direkt Sprengfallen gegen die Tür. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Mach dir oben zu, ne? Ja. Gut. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Position. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Oh, Exeguseros. Oder wie der auch immer heißt. Da macht er die scheiß Tür mit dem Ding zu da. Kästelwand. Ach, die haben auch Glash. Wir kommen durch die Garage. Der ist down. Meine Kerlchen sind in Position. Hier runter, Aline. So sehe ich denn von hier aus nix, ey. Nestchen in Position. Ach nee! Eigener Trupp. Ah, sehr schön. Der kam mir direkt entgegengeflogen. Ja, war auf jeden Fall eine geile Runde. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Oh, ich bin ein